Ich zeige dir heute fünf wichtige Frequenzen, die essentiell sind für einen modernen Kickdrum-Sound und mit denen ich in 90% der Fälle immer zum Ziel komme. Fangen wir gleich an, hören wir in dieses Beispiel rein. Das ist das gleiche Beispiel, das ich auch schon benutzt habe, als ich dir die Frequenzen für die Snare-Drum gezeigt habe. Also du hörst, die Bassdrum ist schon ganz gut aufgenommen worden. Eine gute Aufnahme ist natürlich immer essentiell, um überhaupt weiterzuarbeiten können im Mix. Ich zeige dir jetzt fünf Frequenzen. Zwei Cuts und drei Boosts, die ich 90% der Fälle immer anwende, an denen ich arbeite und damit auch meistens zum Ziel kommen. Wir fangen an mit der ersten Cut-Frequenz und die ist zwischen 200 und 300 Hertz. Das klingt die Bassdrum oftmals etwas, ich möchte mal sagen, bellend, leicht dröhnend, unangenehm und das senke ich oft ab. Ich benutze hier wieder den Graphic EQ, ich arbeite damit ganz gerne mit Drums, das ist mein neuer Lieblings-EQ für Drums, weil er einfach gut funktioniert. Ich schalte die Bassdrum zunächst mal solo, damit du es besser hören kannst. Abmischen solltest du natürlich insgesamt immer im Kontext, also mit allen anderen Instrumenten. Ich mache das jetzt hier nur, damit du auch wirklich hörst in diesem Tutorial, was genau passiert. Erstmal anheben. Also du hörst, wenn man die anhebt, das ist so ein dumpfes, bellendes, unangenehmes Geräusch. Machen wir weiter mit Frequenz Nummer 2, die ich meistens cutte, also mit Cutten meine ich jetzt hier absenken. Und das ist so zwischen 900 Hertz und 1 Kilohertz. Hier klingt die Bassdrum gerne poppig und nasal, möchte ich mal sagen. Ich heb's auch erst wieder an. Nochmal, das sind tatsächlich die zwei Frequenzbereiche, bei denen ich mich aufs Absenken konzentriere. Es kann sein, dass du mal nur einen absenken musst oder beide, wie jetzt in diesem Fall. Also mal vielleicht die 1 Kilohertz, mal vielleicht nur um die 200, 300 Hertz absenken. Aber in 90% der Fälle wirklich nehme ich hier was bei der Bassdrum ein bisschen raus. Kommen wir zum ersten Frequenzbereich, den ich wirklich in den allermeisten Fällen etwas anhebe. Und das ist um die 8 Kilohertz. Hier bekommst du diesen knalligen oder klickenden Top-End-Bereich, der die Bassdrum schön durch den Mix stechen lässt. Probieren wir es mal aus. Das ist gerade so im Metal-Bereich ganz interessant. Du hast gesehen, ich habe ja auch ordentlich angehoben. Also sei beim Anheben wirklich nicht scheu. Klang da mal gut zu, speziell bei diesem Vintage Graphic EQ hier in Logic. Da kann man ordentlich anheben. Und damit kommt die Bassdrum einfach auch besser durch den Mix. Es ist praktisch so wie so ein Steuerungshebel sozusagen, diese 8K, wo du die Bassdrum vorholen kannst. Ich gehe mal ganz kurz in den Gesamtmix rein, dass wir hier nicht zu sehr übertreiben. Kommen wir zum zweiten Frequenzbereich, den ich bei der Bassdrum gerne anhebe und der ist um die 4 Kilohertz. Hier kannst du oftmals das Anschlagsgeräusch des Schlägels, wenn es gegen das Fell haut, besser rausholen und bekommst hier mehr Präsenz in deine Bassdrum. Auch das hören wir uns mal an. Viel jetzt. Übrigens, Frequenz oder Frequenzbereiche sind natürlich nicht nur beim Bassdrum-Abmischen oder beim Drums-Abmischen wichtig, sondern auch für den Gesamtmix. Und hier gibt es ganz speziell auch wieder 6 Frequenzbereiche, die darüber entscheiden können, ob dein Mix gut wird oder ob er schlecht wird. Und die solltest du unbedingt im Blick haben. Wenn du wissen möchtest, was für Frequenzbereiche das sind, dann empfehle ich dir mein PDF 6 Problemfrequenzen, die darüber entscheiden können,
ob dein Mix gut oder schlecht wird. 6 Problemfrequenzen PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Ich empfehle dir es unbedingt. Das hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Ich habe sehr, sehr viel gutes Feedback dazu bekommen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Frequenzbereich, den ich gerne booste. Und das ist um die 60 Hertz, also ziemlich weit unten. Das ist der Frequenzbereich, mit dem du bestimmen kannst, sozusagen, wie hart dir die Bassdrum in die Magengrube fährt, ja. Also das ist dieser Wumms, dieser Umf, den du tatsächlich auch im Bauch, im Magen spüren kannst. Und hier musst du natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu extrem anhebst. Das kann natürlich gerade auf großen Boxen, musst du das vorher testen, dass das dir nicht durch die Decke geht und es mal auf einer großen Anlage läuft. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ich denke, du hörst hier schon sehr deutlich, was diese Frequenzbereiche und genau diese Frequenzbereiche, wie du da in einen modernen Bassdrum-Sound kommst und wie du hier innerhalb relativ kurzer Zeit, ich habe jetzt 5 Minuten hier ein bisschen rumgemacht, deinen Bassdrum-Sound wesentlich verbessern könntest. Und auch jetzt hier wieder das Beispiel, wenn du jetzt sagst, bei der Snare Drum habe ich es dir auch schon so gezeigt, ja gut, das funktioniert jetzt bei dem Mix, aber funktioniert das tatsächlich in jedem anderen Mix auch? Und ich sage dir, ja, das funktioniert in so gut wie jedem anderen Mix auch mit dem Bassdrum-Mischen und mit diesen Frequenzbereichen. Ausnahme bestätigen natürlich die Regel. Jedes Instrument ist individuell und es kann natürlich immer mal eine Bassdrum geben, wo die Frequenzen dann auch total anders sind. Aber in 90% der Fälle sollte das hier funktionieren. Also probieren wir das jetzt nochmal an einem ganz anderen Drumset aus, mit einem ganz anderen Sound. Und ich werde auch hier genau die gleichen Frequenzen anheben oder absenken. Jetzt interessiert mich natürlich sehr deine Meinung. Wie findest du diesen Ansatz? Ist das totaler Quatsch und man kann das nicht einfach so machen? Für jede Bassdrum irgendwie fast die gleichen oder die ähnlichen Frequenzen anheben oder absenken? Kann man da Regeln erstellen, so wie ich dir das jetzt hier erzählt habe, oder kann man das nicht? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Oder was hast du für Ansätze, deine Bassdrum abzumischen? Wenn du dich dafür interessierst, wie man Toms abmischt, dann empfehle ich dir dieses Video. Da habe ich vor einiger Zeit auch schon mal eins dazu gedreht und da gibt es auch 3 Frequenzen, die sehr, sehr wichtig sind für Toms und da zeige ich dir auch noch, wie ich die Toms komprimiere und Metall versehe. Das hat nämlich auch viele interessiert. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!